Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1409. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir haben erst einmal 10 neue Angebote, klickern die einmal kurz durch, dann haben wir auch ein neues Event, dann müssen wir mal schauen, was war hier. Nee, holen wir es nicht, kostet zu viel. Jugendlicher Springer auch nicht. Wenn es für Runen wäre, auf jeden Fall wäre ich dabei, aber nicht für 45 Euro. Dann gehen wir einmal auf die Events. Hier haben wir einmal wieder einen Kalender, beziehungsweise eine Kalenderbelohnung. Die nehmen wir einmal mit. 2 polierte Bandschein sind immer gut. Wellenwicht als Suche, da müssen wir mal gucken, ob wir den Kollegen bereits haben oder nicht. Beziehungsweise, wir suchen ja gerade noch jemand anders, mal gucken. Schauen wir einfach mal, wie das mit ohne Zahn heute wird. Wir können jetzt erstmal kurz hier die Fischsammer wieder losschicken. Heute werden wir wahrscheinlich auch nicht wieder allzu viele Drachen wieder füttern können, weil wir wieder relativ viel Fisch bei unserem Sturmbringer lassen. Was jetzt nicht schlimm ist, will ich gar nicht sagen, ne? So höher der ist, desto besser, ne? Aber ja, ist halt trotzdem ein bisschen schade. Weil jetzt ist es zum Beispiel schon wieder Ende im Gelände. Und ich glaube, wir haben es schon wieder verschissen, oder? Also nicht wir, sondern eher ich. Fisch, genau. Glutkessel. Und dich habe ich ja jetzt mit eingesammelt. Das ist natürlich mal wieder richtiger Mist. Ganz genau. Ja, das ist natürlich... Also desto häufiger mir das passiert, desto länger dauert das mit dem Kollegen. Das ist natürlich schade. Gut, füttern wir Sturmbringer einmal. Der kann für 23.400 Eisen wieder ins Training. Let's go. Startet der Junge einmal durch. Dann können wir hier einmal weiter, gehst du wieder auf Suchen. Und wir haben noch Wolkenwirbel und Wellenwicht haben wir sogar schon auf dem Account. Das ist sehr gut. Ich wusste noch nicht mehr, auf welchem Account es war. Gut, nehmen wir hier einmal die 240 Runen mit. Let's go. Wir schauen natürlich, dass wir mit 46.000 bleiben. Uns am besten ein bisschen Richtung 47.000 bewegen. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Aber das werden wir sehen. Drehen wir hier einmal am ersten Glücksrad. Und wir bekommen hier erst einmal einen wahnsinnigen Zipper. Wunderbar. Den können wir freilassen. Den brauchen wir nämlich nicht. Den haben wir schon. Nicht nur einmal. So, weg mit dir. Dann kannst du auch schon wieder los. Let's go. Und dann haben wir noch Fleischklops. Und bei Fleischklops können wir auch einmal wieder am Glücksrad drehen. Hoffentlich nicht das Ei vom Flüstern tot. Das wäre ein bisschen mies, aber mal schauen. Runen. Gut, das ist schon mal ein bisschen besser. Es sind 12 Stück, das heißt, wir haben sogar 10 davon. Das ist auf jeden Fall ganz gut. So, dann kannst du wieder los. Und hier können wir nochmal einsammeln. Unsere Eisensammlung von hier können wir auch erstmal wieder losschicken. Schmeichler kriegen wir jetzt an der Stelle noch nicht los. Da fehlt ein bisschen Fisch. Aber den Fisch kriegen wir, denke ich mal, noch ran übers Video. Aber mal schauen. Ja, wir haben hier unsere 4 Jahreszeiten-Statuen. Da können wir einmal einsammeln. Let's go. So, hier, okay, Aktionspunktebeschleuniger, nicht schlecht. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Fisch und was haben wir zu guter Letzt? Auch nochmal 130 Bernstein, wunderbar. Okay, Tetscherschwinge können noch mit ins Training, den haben wir losgeschickt. Jetzt können wir dich erstmal noch losschicken, let's go. Du kannst los. Dann haben wir die Kollegen noch, da können wir hier einmal füttern. Den Kollegen kriegen wir heute nicht gefüttert, Egelschwinge, da fehlt es einfach. Aber Egelschwinge zumindest schon mal Level 113, also auf jeden Fall bald ready. Ja, auch zum Sammeln genutzt zu werden, beziehungsweise auch auf dem Level, dass er mit in unser zur großen Schmiede zählt, was auf jeden Fall auch schon mal richtig gut ist. Du kannst wieder los, ich krieg mir leider nicht weiter gefüttert, aber hey, wir haben immer schon, genau, 50% haben wir schon durch, das heißt, du musst noch 3-mal gefüttert werden. Mal gucken, wann wir das schaffen. Ihr könnt wieder los, der Kollege kann auch wieder ins Training, let's go. Wie sieht's aus? Wir haben 5 Leute im Training, wunderbar. Du kannst wieder los und dann schauen wir mal. Der Kollege war im Training, ich komme jetzt wieder nicht rein, weil da fehlt wieder der Fisch. Aber hier können wir nochmal machen. Let's go, ihr geht wieder los. So, du gehst auch wieder los. Let's go. Wunderbar, dann haben wir einmal den grünen Tod, der kann auch wieder los. Wie sieht es hier drüben aus? Du warst im Training, der Rest muss hier überall gefüttert werden. Und die kriegen wir alle nicht gefüttert. Das ist ein ganz schöner Mist. Der kann ins Training... Ja, und dann ziehen wir den halt noch ein bisschen hoch, ne? Dass wir da irgendwie ein bisschen Fortschritt Hauptsache haben. Mal schauen. Gut, Grüntod haben wir jetzt schon losgeschickt. Jetzt können wir den brüllenden Tod losschicken. Let's go. Gibt nochmal 238 Bernstein. Dann haben wir hier noch einmal den Immerflügler. Der kann natürlich auch wieder los. Wunderbar. So, der purpurne Tod. Spart es wieder durch. Dann haben wir hier noch einmal den Tiefseespalter. So, wunderbar. Einmal die Dragus Wuschelbeast. Du kannst natürlich auch wieder los. Dann können wir hier noch einmal einen polierten Bernstein einsammeln.
Und da können wir hier nochmal zwei geben. Wunderbar. So, dann gehen wir einmal hierher. Da können wir einmal den großen Überwilden wieder losschicken. Dann haben wir hier noch einmal Granatenfeuer. Du kannst natürlich auch wieder los. Let's go. Sehr schön. Und dann sind die unterwegs. Das nochmal eingesammelt. So, dann hier haben wir nichts. Passt so, das sind die Sammlungen. Gehen wir zu den Gratispaketen. Nehmen wir die einmal mit, kriegen hier wieder 9 Odinsmarken. Kommen schon wieder richtig gut Richtung 500 Odinsmarken, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. Nehmen wir das hier einmal alles mit. Da haben wir nochmal ein bisschen Fisch, bisschen Holz und wieder ein paar Runen. Wunderbar. Dann nehmen wir direkt das nächste noch mit. Let's go. So, nehmen wir es einmal mit und wir haben hier Skrill, Holzklau, Funkenhüstel und dann nochmal ein bisschen Holz, paar Runen, ein bisschen Fisch, aber leider kein Sammlungsstück. Schade. Ich hätte gerne wieder eins mitbekommen oder mitgenommen. Es fehlen jetzt noch 10 oder sind es mittlerweile schon nur noch 9? Noch 9. Naja gut, wird schon. Dauert nur noch ein bisschen. Irgendwann wird das dann schon was. Du bist runtergesetzt. 20%, aber gut, wir kriegen das Training zurzeit da hinten sowieso nicht voll. Also es ist eh egal, brauchen wir auch nicht holen. Gehen wir einmal hier rein, haben hier 4 tägliche Aufgaben fertig. Und das ist wirklich gar nichts. Also keine Ahnung, warum wir so wenig hier fertig haben. Gut, Keilerei machen wir nicht. Markenpakete, verteidige Berg, beschleunigende Aktion. Zweimal verteidige Berg. Nicht so der Bringer jetzt. Haben wir denn was zum Beschleunigen? Hier schon mal nicht, okay. Das heißt, dann müssen wir hier rüber gehen. Dann müssen wir halt den beschleunigen, das geht. So, dann kannst du wieder gratis los. Dann gehen wir einmal in verteidige Berg rein. Dann müssen wir jetzt einfach mal random kurz so rein starten. Dann gehen wir nämlich hier gleich schon wieder raus. Damit zählt nämlich Kampf Nummer 1 sozusagen, obwohl wir nicht gekämpft haben, aber es zählt halt so. Ja, das ist ganz weird. Und dann können wir jetzt gleich wieder rein. Und zwar jetzt. Sobald es mal geladen hat. Ey, warum das an der Stelle? Ich verstehe es nicht. Ist da nichts passiert? So, nee. Das war der falsche Knopf. Hier raus. Und dann einmal hier rein. Und dann können wir jetzt wieder starten. Dann kommt der hier wieder raus. Dann gehen wir hier rüber. Können wir den nehmen. Können wir hier rein starten. 125 Millionen Fisch. Holz. Und ja, dann einfach jetzt von unten nach oben rein, würde ich sagen. Schön von unten und dann ein bisschen nach oben durchkämpfen. Da haben wir ja schon mal einen Haufen weg von den Schiffen. Haben wir noch irgendwo so einen tollen Haufen? Hier sind noch 3. Ich habe nur 2 getroffen, ich bin blepp. Hier noch. Ich habe nur einen getroffen, das ist ganz schwach. Ja, jetzt ein nächster Feuerball, let's go. Naja, es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir mal hier. Ne? Also ich habe es gerade nicht so mit Treffen, aber zumindest haben wir hier gewonnen. Und darum geht's. Wir wurden zwar insgesamt 3-mal getroffen, würde ich sagen. Aber ist egal, wir haben trotzdem 3 Schlüssel. Können diese 3 Schlüssel jetzt einmal mitnehmen und dann schauen wir mal, was wir so bekommen. So, nehmen wir mit. 1, 2 und 3. Und da haben wir nochmal ein paar Zahnräder, bisschen Holz. Wunderbar. Gehen wir einmal hier rein, dann können wir hier noch unsere Aufgaben mitnehmen. Sind damit auf jeden Fall auch wieder bei der nächsten Belohnung. Und es fehlen 2230 Punkte noch, damit wir mit der Season komplett fertig sind. Haben dafür sogar noch über eine Woche Zeit. 8 Tage, man kriegt täglich, sagen wir mal so 200. Ja, wird ein bisschen knapp. Gut, wir kriegen hier noch was fertig. Limitierte Erkundung vielleicht auch noch. Spießenlauf auch noch. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir hier fertig kriegen können. Müssen wir mal schauen. Das hier könnte man erzwingen, indem wir einen Tagschatten morgen zum Shop wieder losschickt. Mal schauen, das kriegt man schon irgendwie hin. Nehmen wir jetzt erstmal das Season Geschenkpaket hier mit. Let's go. Öffnen wir das einmal und wir bekommen hier irgendwas. Eine Dekoration. Vorher ein bisschen Fisch. Und herbstlicher Bogen. Die Frage ist, haben wir den schon? Haben wir schon, steht schon hier direkt nebenan. Okay. Genau. Also hier würde es auf jeden Fall für welche reichen. Die Frage ist, genau, der war gefüttert. Du wolltest jetzt erst nochmal los. Hier kann ich nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Auch nicht schlecht. Immer wieder gern. Aber das Lager gleich wieder voll, ne? Ja, das geht schnell voll. Und der Kollege kostet viel mehr. Na gut, dann kann ich jemanden füttern, den ich auf Garantie auch hochkriege. Dann gehen wir wieder hier rüber. Warte, wie sieht es bei dir aus? Du kannst auch gefüttert werden, wunderbar. Kannst leider nicht ins Training, weil das Training voll ist. Aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Dann gehen wir einmal hier rein. Haben jetzt hier noch den Einspießenlauf. Der geht nur noch 1 Tag und 20 Stunden. Das ist jetzt natürlich nicht mehr viel. Schaffen wir aber auf jeden Fall nicht.
kriegen 500 Bernstein, naja gut. Und hier haben wir 10 Kämpfe und 3 Tage Zeit. Ja, was machen wir jetzt, ist die Frage. Das Ding ist, 10 schaffen wir auf gar keinen Fall. Schon mal klar. Gibt es ein paar Runen, ansonsten gibt es halt nicht mehr viel. Da können wir lieber in den Spieß noch reingehen. Können wir hier starten, dass wir zumindest gucken, dass wir hier ein oder zwei Kämpfe machen. Halt ein bisschen Fortschritt haben, damit wir auf jeden Fall dann auch hier den Spießen noch vielleicht auch komplett schaffen. Das wäre ganz gut. Müssen wir mal schauen. Ein paar frische Erweisen können wir auch noch ausgeben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem Kampf hier. Aber vielleicht im nächsten, übernächsten irgendwie. Mal schauen. Ich weiß auch nicht. Kriegen wir. Nee, ich glaube, aus der Season gibt es keine mehr. Stimmt, da hatten wir schon alle. Da gibt es keine Früchte der Weisen mehr. Ja, Mensch, sprechen ist auch nicht mehr das, was mal war. Aber naja, gut. Ihr merkt schon, sprechen geht für mich mittlerweile wieder ein bisschen besser. Also, ich weiß nicht, man hört es bestimmt noch, dass ich noch so ein bisschen angeschlagen bin, aber zumindest geht's reden schon mal wieder besser, weil einfach die Halsschmerzen wechseln. So mittelmäßig zumindest. Und naja, gehen wir hier am Glücksrad. Genau, und was ich sagen wollte, es geht langsam wieder bergauf. Also, ich denke mal, morgen, na, morgen vielleicht noch näher, aber so übermorgen, Anfang, Mitte nächster Woche, denke ich mal, geht es dann wieder mal richtig gut, dass dann alles wieder richtig angenehm ist. Und dann muss man das richtig schön. Naja, eigentlich, also zumindest bei mir so ein bisschen, man schätzt das viel zu wenig eigentlich wert, wenn man mal nicht krank ist. Das sieht man das so als Standard und so basic an, aber es ist eigentlich so cool, nicht krank zu sein. Aber das merkt man irgendwie immer erst, wenn man krank ist. Was logisch ist, weil. Also, ist halt so, ne? Man geht halt davon aus, gesund zu sein und nicht krank, aber. Ja, da fällt das halt immer irgendwie ein bisschen auf. Wir starten ja erstmal noch in den nächsten Kampf. Schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen was schaffen. Ein Kampf zumindest noch wäre noch ganz gut. Das sind dann auch schon 20% vom Spießenlauf, ich glaube, wenn wir den jetzt schaffen. Aber schauen wir mal. Hier haben wir zwei Wellen. Die erste Welle ist erstmal relativ simpel. Da geht man einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid, greift mit dem Knochenräuber hier wieder einmal normal an. Und dann können wir die Zweierattacke von dem Skill raushauen. Und dann sind wir auch schon hier. Hier gehen wir mit dem Skill nochmal normal rein. Geben mit unserem Sturmschneid einmal die Schwäche, Knochenräuber einmal normal rein. Wunderbar. So, und dann können wir jetzt nochmal mit unserem Skill auf die Zweierattacke gehen. Mit unserem Sturmschnitt normal rein, mit unserem Knochenräuber normal rein. Und dann nochmal die Dreierattacke von unserem Skill raushauen. Damit machen wir auf jeden Fall so guten Schaden, dass wir den wegkriegen. Ganz genau, und dann war es das schon. Das ist einfach zwei Wellen, ein Drache jeweils, easy. So, drehen wir am ersten Glücksrad und hier bekommen wir einmal eine Frucht der Weisen. Das ist wunderbar, da können wir dann gleich eine ausgeben. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad und hier gibt es Holz und zwar 137 Millionen. Wunderbar, nehmen wir das mit. Sind doch erst 16%, ist aber nicht so schlimm. Zeit haben wir noch, können wir noch den nächsten Kampf machen. Da nehmen wir uns das Gratis-Paket auf jeden Fall auch noch mit. Mal schauen. Es sind wieder zwei Wellen. Wunderbar. 100 Früchte der Weisen haben wir jetzt. Da können wir auf jeden Fall gleich eine ausgeben, weil die würden am Ende sowieso wegfallen, wenn wir es nicht tun. Deswegen, da können wir sie lieber ausgeben. Skill normal. Knochenräuber nochmal normal. Damit ist der Kollege weg. Wir sind in der nächsten und letzten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal mit unserem Skill wieder normal rein. Können dann jetzt wieder die Schwäche von unserem Sturmschneid geben. Haben ja diesmal insgesamt sogar auch drei Drachen. Also es geht langsam wieder höher. Ne? Also ich glaube, der erste Kampf waren zwar auch drei Drachen, aber naja. Gut, den haben wir jetzt leider nicht ganz wegbekommen. Bisschen schade. Aber nicht so schlimm. Gehen wir auf die Heilung. Damit ist er weg. Knochenräuber macht, was er will und gibt glücklicherweise keinen Aktionspunkt aus, weil da kommen wir hier auf die Dreierattacke. Damit kriegen wir den weg. Das heißt einmal so und dann die Dreierattacke einsetzen. Der Kollege ist weg und wir haben hier gewonnen. Let's go. So, da können wir hier im ersten Glücksrad drehen und wir bekommen einmal Holz und zwar 137 Millionen. Wunderbar. Dann können wir am nächsten Glücksrad drehen und hier kriegen wir 82,5 Millionen. So, dann nehmen wir einmal das Gratis-Paket hier mit. Let's go. Wunderbar. Können dann hier einmal aufs Kreuz gehen. So, das nehmen wir einmal mit. Die sind unterwegs. Dann gehen wir hier hoch, weil der Kollege kann wieder los. So, dich können wir einmal füttern, damit es auch ein bisschen vorangeht. Dann haben wir noch das Gratis-Paket, knacken damit jetzt wieder die 500 Odinsmarken, was auf jeden Fall schon mal wieder richtig geil ist. Richtig guter Step nach oben.
Da sind wir auf jeden Fall wieder sehr, sehr nah an den 620. Ja, es lohnt sich jetzt noch nicht, das zu sammeln oder zu halten, weil wir haben erst vor knapp 10 Folgen das letzte Season, nee, das letzte Goldpaket geöffnet. Das heißt, da brauchen wir jetzt noch nicht sammeln, da würde ich sagen, ab Folge 1460 ungefähr würde ich dann die Odins-Marken halten, dass wir fürs Pack-Opening dann mehr haben. Und ja, zurzeit sieht es eigentlich ganz gut aus, was das Pack-Opening angeht. Und in knapp 90 Folgen, 91 Folgen, ist es auch soweit. Ich würde sagen, das wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im morgigen Video wieder. Jetzt auch wieder längere Videos. Insofern es mir nicht wieder schlechter geht. Und ja, dann bis morgen und ciao, ciao, Leute.